Tja, Leute, so sieht der Sommer aus. Ich stehe hier im Harz. Ihr erkennt es, glaube ich, ganz gut an dem Boden, wie die Zustände hier sind. Es regnet seit, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt 14 Uhr, ja, seit 15, 16 Stunden durchgehend. So langsam aber sicher säuft der Parkplatz hier ab. Und ich bleibe trotzdem. Das Einzige, was war, ich musste vorhin einmal kurz hier rausfahren. Was heißt musste? Es kam ein LKW, der hier Holz aufladen wollte und hinter mir war noch so eine Reihe. Deswegen bin ich eben rausgefahren, habe ihm das angeboten. Der sagte, ja, es wäre wesentlich einfacher für ihn. Dann habe ich das gemacht. Ende vom Lied war, der hat seinen Anhänger beladen. Und aufgrund, ja, ihr seht es ja, des Bodens kam er nicht mehr weg. Dann hat er den Anhänger abgekuppelt, ist erst da vorne hingefahren, hat die Zugmaschine noch beladen und mich darum gebeten, ob ich nachher eben den Anhänger mit ihm zusammen ankuppeln könnte, weil das da, wo er stand, ziemlich verwinkelt war und an der Schräge und der Schlamm. Habe ich natürlich gemacht. Er war sehr dankbar darüber, dass ich ihm hier angeboten hatte, eben wegzufahren. Und auch noch mit angepackt habe. Und am Ende hat er dann gesagt, Junge, du kannst hier so lange stehen bleiben, wie du willst. Du brauchst nicht nach einem Tag fahren, wie es sonst so üblich ist. Das hörte sich sehr gut an, nehme ich gern in Anspruch. Und da zeigt sich, dass man manchmal mit Freundlichkeit im Leben doch weiterkommt als mit Ellenbogen. Hat mich sehr gefreut. Auch wenn das Wetter leicht deprimierend ist und wenn ich hier rausgehe, ihr seht es ja, ist es recht matschig, aber irgendwann kommt nach Regen auch wieder Sonne. Und dann nehme ich euch mit auf eine schöne Tour. Das Schöne an der Sache ist, dass ich ja die Standheizung mittlerweile habe und die Zweitbatterie. Die Solaranlage liegt noch zu Hause, soweit bin ich noch nicht gekommen mit dem Ausbau. Aber ich weiß nicht, ob man es rauschen hört. Die Standheizung ist eingestellt auf 21 Grad und das funktioniert auch relativ gut. Jetzt, wo ich die nassen Sachen hier drinne aufhängen musste, nachdem ich dem geholfen habe mit seinem Anhänger, beschlägt alles ein bisschen, aber das geht nachher auch wieder raus. Jo. Guten Morgen. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir behelfsmäßig hier so einen kleinen Einstieg gebaut, damit ich zumindest die Schuhe da ausziehen kann, bevor ich den ganzen Schlamm immer mit reinschleppe. Und heute sieht es so aus, als könnte es was werden. Ich trinke jetzt noch ein, zwei Kaffee. Es ist 6:30 so grob. Und dann werde ich loslegen. Also, wenn ihr mögt, bleibt dran. So, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, bin ich unterwegs. Und zwar auf dem Rad hier im Harz. Ich bin wieder in der Nähe von Schierke. Da habe ich ja diesen schönen Platz, den ihr vorhin gesehen habt. Und mache mich jetzt mal hier Richtung Grenzweg. Ja, auf die Räder. Und würde mir das Ganze gerne anschauen. Das hat mir gestern der LKW-Fahrer empfohlen, dem ich hier so ein bisschen geholfen habe, dass das durchaus sehenswert wäre, dieser ganze Bereich. Auch mit herrlichem Blick Richtung Schanze Wurmberg, wo ich ja in irgendeinem Brockenvideo, ich glaube, wo ich mit dem Mountainbike den Brocken hoch bin, gesagt habe, das wäre ein Grenzturm. Ist es aber gar nicht. Jetzt noch nicht zu erkennen. Ich hoffe mal, das klart nachher auf. Das ist auf jeden Fall die Skischanze und nicht der Grenzturm, wie von mir vermutet. Wo ich gerade los bin, hatten wir 17 Grad Lufttemperatur, was ja jetzt nicht kalt, aber auch nicht warm ist. Aber mit der Sonne im Nacken und diesem ja doch sehr feuchten Dunst hier in der Luft, dann noch die Steigung, kommt mir vor ein bisschen wie in der Sauna.
Hier hat man einmal so einen Blick zum Parkhaus runter, was ja hier Richtung Feuerstein Arena steht in Schierke. Und das ist der Ort selber. Nicht der größte hier, was man gesehen hat, aber ganz nett. Aber letztendlich geht es ja auch hier um den Wald und den Grenzweg, den ich mir heute anschauen möchte. Wenn man sich den Wald hier hochquält, sind hier diese Winterhütten. Aber was ich viel bemerkenswerter fand, ist hier die olympische Feuerschale. Sieht man ja auch nicht überall so am Wegesrand stehen zwischen irgendwelchem Baumaterial. Toll. Das Ganze nennt sich hier am Barenberg Schierke. Eine Rodelbahn. Das ist wahrscheinlich auch das Stück, was man da unten gesehen hat, was gerade neu gebaut wird. In die Richtung wird es jetzt Richtung Braunlage gehen, wo ich aber nicht hin möchte. Zumindest nicht jetzt. Und in die Richtung geht es nach Oberschierke. Ich glaube, da war ich auch noch nicht. Und das müsste auch die Richtung Grenzweg sein, so wie ich das verstanden habe. Also, da lang. Hier erkennt man auch schön durch den Regen jetzt, der da runtergekommen ist, dass selbst hier dieser kleine Rinnsal so ein richtiger, kleiner Bach geworden ist, der hier so aus dem Wald kommt. Ist das nicht eine herrliche Natur? Trotz des Fichtensterbens hier. Es ist ein herrliches Gefühl, so hier rüber zu gucken. Ich hoffe, die Wegführung ändert sich hier noch ein wenig, weil ich sonst nämlich wieder Richtung Brockenweg komme, so wie ich den Wald da vorne deute mit diesen Felsenansammlungen. Da hatte ich was gelesen, das letzte Mal, wo ich auf dem Brocken war. Hier stand gerade natürlich das erste Schild. Und wie es so üblich ist bei mir, bin ich genau entgegengesetzt gefahren. Finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich werde hier ein kleines Stück fahren und mal gucken, ob es noch einen anderen Weg gibt. Und wenn nicht, fahre ich die 4 Kilometer zurück. Aber vorher muss ich hier einmal anhalten. Ich höre nämlich Wasser. Ganz schön eingefärbt, das Wasser. Es wird hier an dem eisenhaltigen Boden liegen, nehme ich an. Es wirkt richtig rötlich. Hier ist das Ganze mit den Wasserfärbungen noch mal besser zu erkennen, glaube ich. Und jetzt gehe ich mal testen, wie kalt es ist. Hier hat man so einen schönen Zugang, richtig, nur ein paar Meter weiter. Ist ja herrlich. Das ist Plastikrohr da, das trübt so ein bisschen den Eindruck hier. Aber trübt, nicht trübt, trübt. Ansonsten toll. Und, boah, ja, eisekalt, um nicht arschkalt zu sagen. Aber wunderschön. Also hier in diese Richtung, wie gesagt, stand jetzt kein weiteres Hinweisschild. Aber das ist so schön, landschaftlich hierher zu fahren, dass ich mich einfach treiben lasse und gucke, wo ich hier hinkomme. Auch wenn das dann vielleicht nicht der Weg ist, den ich am Anfang angekündigt habe. Aber ich finde es gerade schön und der andere Weg läuft mir ja nicht weg. Und hier steht wieder ein Hinweisschild. In die Richtung, über diese kleine Holzbrücke, geht es Richtung Brocken, wo ich jetzt erstmal nicht hin möchte. Und in die Richtung ist der Winterberger Rundweg auf der Sandbrinkstraße. Den werde ich jetzt erstmal in Angriff nehmen, weil da ja auch das ein oder andere Ziel garantiert ist. Und dann schaue ich wieder weiter. Dort links ging es gerade auf den Totenweg. Hörte sich nicht so einladend an. Daher fahre ich hier weiter. Was mir auffällt, ist, dass hier überall, wo dieses Restholz liegt, auch immer so geruchsmäßig. Ja, es riecht halt nach Wild irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob Rotwild irgendwie was in der Art oder Wildschweine. Aber dieser herbe Duft
ist schon sehr aufdringlich. Hier ist alles schön farbig am Blühen. Und wenn man dann mal schwenkt, sieht man die ganzen abgebrochenen Kronen von den toten Fichten hier. Schon ganz schöne Gegensätze. Aber es sind überall so kleine Schonungen aufgebaut, wo schon wieder aufgeforstet wird. Und das ist auch gut so. Also ich muss sagen, wie nah hier erschreckend vom Ausblick und wiederum faszinierend ist, ist unglaublich manchmal. Man ist da gefühlstechnisch echt hin und her gerissen. Ich hatte ursprünglich ja vor, noch eine Woche von hier aus Richtung Allgäu zu fahren, aber diese 7-Tage-Prognose, was das Wetter angeht, ist echt übel. Mit Starkregen, Gewitter. Und im Moment trifft das Wetter ja, so wie sie es voraussagen, auch zu. War jetzt auch einige Hagelschauer in der Region Allgäu schon. Deswegen bin ich echt am Zweifeln, wo ich noch hin soll. Weil irgendwie ist überall dieses entweder sehr wechselhafte oder schon unwetterartige Wetter hier in Deutschland. Aber jetzt für eine Woche noch irgendwo ins Ausland habe ich auch keine Lust. Man hat mich schon darauf angesprochen, wenn du noch 7 Tage hast, fahr doch nach Kroatien. Aber jetzt 2000 Kilometer eine Strecke für 7 Tage, das ist mir auch zu viel. Und alleine habe ich da auch keine Lust zu, das kommt noch dazu. Dann gucke ich mir hier die Ecken weiter an. Vielleicht nochmal irgendwo eine Küste. Das lohnt sich für ein paar Tage. Und dann mal schauen, was sich so ergibt. Weil auch hier ist so ein Hoffen und Bangen zwischen Sonne und Regen die ganze Zeit. Hier steht nochmal so ein ganz neues Schild zum Toten Weg. Und warum der zum Toten Weg heißt, kann man hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Also da durchs Totholz durch, erstmal jetzt so mit dem Rand nicht möglich, wie ihr, glaube ich, erkennen könnt. Möchte ich ja auch nicht, aber es ist auch nicht ganz ohne. Sobald hier eine Windböe kommt, knarzt und knirscht es echt überall. Hier ist jetzt gerade im Tal so eine geschützte Ecke, deswegen bewegt sich nahezu nichts. Aber man sollte hier schon wachsam sein. Ansonsten steht da noch sagenumwobene Bergwildnis, Nationalpark Harz. Da kann ich nur zustimmen. Ich denke auch, dass dieser Weg hier bei den Wanderern gar nicht so stark genutzt wird, weil ich jetzt fast 2 Stunden unterwegs bin und noch keine Menschenseele gesehen habe. Meistens ist es ja so, wenn man es ausspricht, kommt jemand, aber ich glaube, auf dieser Strecke wird mir das so schnell nicht passieren. Also hier hört man gerade die Krähen, wie sie sich anschreien. Der Nebel steigt auf so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Kleines mystisches Wäldchen. Also teilweise zieht sich das bergauf hier. Kleinste Gang wieder, 5 km/h. Echt wieder fordernd. Man kann es so halbwegs erkennen, denke ich. Hier auf der gegenüberliegenden Seite sieht es wieder toll aus. Mit den einzelnen Felsen. Ui, gerade angehalten, ich muss erstmal Luft holen. Man hört den Bachlauf unten und trotzdem kommen überall diese Sandsteine zum Vorschein. Schaut mal hier vor mir, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Das ist so eine Kindheitserinnerung aus dem Bayerischen Wald. Diese kleinen Walderdbeeren. Ich nehme mal hier eine so ein bisschen näher. Die habe ich bestimmt schon 20, 30 Jahre nicht mehr gesehen.
Und hier ist so ein ganzes kleines Fältchen. Ja, jetzt beschlägt meine Brille. Ich muss weiter trampeln. Wenn man hier so hochkommt, ist das schon ein sehr merkwürdiger Anblick. Sieht erstmal aus wie weiße Birke, sind aber alles tote Fichten, die so in der Sonne ein bisschen glänzen, weil die Rinde schon fehlt. Erstmal da vorne rennt ein Eichhörnchen über dem Baum. Jetzt kann ich wahrscheinlich nicht schnell genug zoomen. Vielleicht habt ihr das noch gesehen da. Da springt es wieder, es kommt in meine Richtung und hat so einen Tannzapfen in der Schnute. Wunderschön. Naja. Oh, hier vorne ist es. Ich hoffe, man kann es nachher auf dem Bildschirm auch erkennen. Und zack, im Unterholz verschwunden. Ja. Auf jeden Fall ist mir das hier gerade willkommen. Da kann ich mal absteigen, weil mir läuft echt die Suppe runter. Das ist so fordernd hier hoch, das muss man echt wollen. Wanderweg super, Radweg, wie gesagt, nur wenn man richtig Bock drauf hat, sich hier heiße Waden zu holen. Ich wollte gerade was trinken und habe festgestellt, dass ich meine Flasche vergessen habe. Ist natürlich auch selten dämlich. Deswegen, ich werde da das Rad jetzt drüber heben und dann geht's weiter hoch. Aber irgendwo muss da ja auch mal dann der höchste Punkt erreicht sein. Das ist klasse, da hinten hat es gerade geblitzt. Ich hoffe nicht, dass jetzt auch noch ein Gewitter kommt. Weil bis ich hier wieder aus dem Wald raus bin, dauert bestimmt eine Stunde. Ups, man kann es vielleicht so leicht erahnen, wie hoch ich mittlerweile bin. Und es nimmt irgendwie kein Ende. Warum tue ich mir das immer an? Man muss eigentlich nicht immer an seine Grenzen gehen. Aber ja, wenn das so mit das Einzige ist, was man im Moment hat, dann macht man das wohl so. Um irgendwo mal ein gutes Gefühl zu haben. Kleine Erfrischung auf dem Weg, die hier runterführt, wo steht, dass es die Abkürzung zum oberen Weg ist oder oberen Königsberger Weg. Aber das sieht echt aus, als wenn das nur wanderbar wäre. Deswegen bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einfach hier weiter zu strampeln. Weil wenn hier eine Abkürzung ist, dann muss das ja hier offiziell auch irgendwo rauskommen, wo ich hin will. Irgendwo, wo dieser Dreieckswinkel ist oder wie es hieß, ich weiß es schon gar nicht mehr. Da will ich auf jeden Fall noch hin, egal was passiert hier. Schaut mal hier am Wegesrand, eine Wanderbadewanne. Da ist schon einiges runtergekommen an Wasser hier, dass sich das so staut in diesen Senken. Schon beachtlich. Mir krabbelt schon wieder überall hier. Hier ist so eine Wegkreuzung, wo dieses Schild steht. Dreieckiger Pfahl, 0,2 Kilometer. Die schaffe ich auch noch. Und hier geht es zum Brocken, noch 5 Kilometer. Ist vielleicht eine Überlegung, den Weg nachher zurückzunehmen. Erstmal, weil es was anderes ist. Und weil der hier bergab selbst schwierig zu fahren wird, aufgrund der losen großen Steine nachher. Aber jetzt geht's dann da lang. Da hinten sind die ersten anderen. Seit, ich glaube, 2,5 Stunden. Jetzt hoffe ich, dass das der dreieckige Pfahl nicht nur einfach ein Holzpfahl ist. Oder eine Kreuzung. Sondern auch irgendwas, was man sich anschauen kann oder wo man was Schönes sieht. Ich meine, schön ist es hier überall, nicht falsch verstehen, aber das war schon eine Quälerei hier hoch und dann will man ja auch noch eine kleine Belohnung.
So, am dreckigen Pfahl angekommen, ist so eine Schutzhütte, wo drin auch erklärt wird, dass hier die innerdeutsche Grenze war. Befinde mich gerade auf diesem Grenzstreifen. Wer denn? Ups, ja, und schon in so ein Loch getreten und umgeknickt, super. Ah, werde gleich an der Hütte mal eben das ein oder andere noch filmen, beziehungsweise ein Foto machen, weil da jetzt gerade schon ein paar Wanderer sind und die müssen ja nicht unbedingt mit hier zu sehen sein. Aber sehr beeindruckend, nenne ich es mal, was da alles so steht über die ehemalige Grenze hier und auch die Bilder, die dabei gefügt sind. Schon erschreckend, weil so lange ist das ja noch gar nicht her. Ja, die ersten Wanderer mit dem Hund gehen schon wieder. Da hat man schon mal hier so einen kleinen Blick jetzt auf diese Schutzhütte. Dort rechts aus dem Wald bin ich gekommen. Da drüben geht es Richtung Brocken, so wie ich das gesehen habe. Und hier über diesen Grenzweg würde es jetzt Richtung Braunlage gehen. Ich bin am Überlegen, ob ich den gleich dann fahren soll. Aber ich bin noch in der Findung, sagen wir es mal so. Ja, hier ist jetzt diese Schutzhütte, dreckiger Pfahl. Ich musste gerade die Speicherkarte wechseln. Und in der Zeit kamen da schon die nächsten Wanderer. Deswegen gehe ich jetzt mal eben fix rein. Die zwei Frauen, die gerade noch hier waren, haben auch endlich mal ein Foto von mir gemacht. Hier an der Hütte fand ich dann auch sehr schön, dass ich endlich mal auf irgendeinem Bild mit drauf bin. Hier ist nochmal erklärt, wie die innerdeutsche Grenze am dreckigen Pfahl aufgebaut und gesichert war. Wirklich interessant, wenn man das so sieht. Steht auch nochmal extra beschrieben, dass hier zusätzlich nochmal so Holzzäune waren. Falls Wanderer mal in die Nähe kamen, dass sie zusätzlich wussten, bis hierhin und nicht weiter. Eigentlich würde ich ja jetzt diesen Grenzweg gerne weiterfahren, aber andererseits reizt es mich auch nochmal auf den Brocken hoch. Nehmt es mir nicht übel, auch wenn ich angekündigt habe, Grenzweg. Hier sieht man einen Teil des Grenzwegs. Ich entscheide mich für den Brocken. Ist nochmal eine Quälerei. Jetzt weiß ich, was mich erwartet, aber ich will es. Vielleicht sollte ich mich doch nochmal umentscheiden. Es fängt direkt wieder so fordernd an. Das Schlimme an der Sache ist einfach, dass ich mein Getränk vergessen habe, also das Wasser. Und garantiert schon einen Liter verloren habe hier bergauf durchs Schwitzen. Und wenn der Mund schon so richtig trocken und pelzig wird, ich will euch jetzt hier keine Detailerklärung machen, aber das zehrt auch so ein bisschen an der Energie. Sollte vielleicht hier den Tau von der Blätter lutschen. Aber so wie es jetzt aussieht, geht es ja erstmal runter, weil ich bin jetzt so lange bergauf gefahren. Klar, zum Brocken runter geht es auch nicht. Das ist wäre eine Wunschvorstellung. Aber auf jeden Fall mal ein kleines Stück hier. Auch so kleine schöne Nebenpfade. Zum Abkürzen anscheinend. Was sich so mit der Zeit freigetrampelt hat. So, aber jetzt muss ich die Kamera weglegen. Guckt mal, jetzt habe ich beides. Grenzweg und den Brocken. Also doch alles wie versprochen. Was auch schön ist, man erkennt es hier so ein bisschen, wo die ganzen Mücken schwirren. Hier ist der Bodesprung. Das ist ja toll, wusste ich auch nicht. Oh, ja, weiter sollte ich nicht gehen, ich stehe schon im Wasser. Also, der Bodesprung hier zwischen dem Brockenfeld und dem Königsberg auf einer uralten Herrschaftsgrenze, siehe dreieckiger Pfahl, entspringt die kalte Bode. Schon im 8. Jahrhundert sind die Namen Ipada, Bada und Boda bezeugt. So viel wie Flussbett oder Bett bedeutend.
Die Unterscheidung der kalten Bode von der warmen Bode ist seit Mitte des 15. Jahrhunderts urkundlich belegt. Die warme Bode entspringt dem Wurmberggebiet und könnte demnach eine Ableitung von Wormbode sein. Kalte Bode ist wohl nur ein missverstandener Gegensatz dazu. Die kalte Bode fließt ostwärts gespeist von kleinen Gebirgsbächen über Schierke und Elend in die Talsperre Mandelholz. Hochwasserschutzbecken und vereint sich dann nach insgesamt 16 Kilometer Lauf unterhalb der alten Königsburg in Königshütte mit der warmen Bode zur wilden Bode. Diese wiederum durch eine Überleitungssperre östlich Königshütte gezähmt und dann Rübeland und Neuwerk passierend in die Talsperre Wendefuhr zu münden. Toll! Dann weiß ich doch, welche Ziele ich vielleicht noch habe. Entschuldigung, jetzt habe ich ziemlich viel vorgelesen, aber ich fand es interessant. Und versuche jetzt auch nochmal eben da hinten reinzukommen, wo die Quelle zu sehen ist. Dort sieht man den Ursprung, wie es dann hier so durchfließt. Und da sich vereint. Hier nimmt sie dann ihren Lauf. Und mein Lauf geht jetzt hier den Berg hoch. So, hier angekommen am Goethe-Bahnhof, Goetheweg, wo das Grenzgebiet bis 1989 war. Mitten im Nationalpark Harz. Und hier vor mir sieht man dann schön im Verlauf der Brockenbahn, wie sie hier hochfährt. Und ich bin von dort gekommen, wo gerade der Mountainbiker runterdonnert und entspannt ein E-Bike-Fahrer hochkommt. Bin ich bekloppt. Schaut mal hier runter. Das sind die kleinen Belohnungen. Heute ist der Brocken das erste Mal zu erahnen. Hinter der Tanne links müsste gleich auch dieser Turm von der Sternwarte sein. Genau, da. Super. Jedes Mal, wenn ich hier durch so einen Wasserlauf fahre, sammelt sich danach der ganze Quarzsand hier an den Reifen und das scheuert in den Schutzblechen. Das ist ein echt unangenehmes Geräusch. So wie hier dieses kleine Wasserfleckchen. Das reicht dann schon immer, dass die Reifen kurz sauber sind und dann aber so richtig aufnahmefähig für den Sand. Deswegen am besten weiter drinne fahren. Macht sogar Spaß. Also bis jetzt muss ich sagen, dieser Wanderweg, den ich jetzt hier radel, der ist ja auch freigegeben für Radfahrer. Das ist schon mal ganz gut, aber der fährt sich von der Steigung her zurzeit wesentlich angenehmer als dieser Hauptweg an der Straße, also der Brockenweg, der geteert ist. Es ist echt ein ganz anderes Erlebnis, hier hochzukommen, entlang dieser Eisenbahnstrecke, als auf der Hauptstraße. Echt irre. Also wenn ihr das machen wollt, dann nehmt nicht die Hauptstraße. Auch hier an dem Weg meine geliebten Felsformationen. Schön mit dem Grün dahinter. Blauer Himmel zwischendurch. Und immer wieder freundliche Wanderer. Herrlich. So schnell kann es umschlagen von fast deprimiert bis zu zufrieden. Okay, so circa die letzten 3 Kilometer sind dann doch Straße. Schade, aber auch nicht dramatisch. Entschuldigt, da stand gerade ein Schild, 1 Kilometer sind es nur. Noch besser. Und hier kommt diese steile Kurve, wo ich das letzte Mal fast abgekackt bin. Also mit Schwung. Kamen gerade so 10, 15 Mountainbiker runter und haben wohl meine gefletschten Zähne gesehen, hier Becher auf. Und einer rief, oder ein, nee, ich weiß es nicht. Du hast es gleich geschafft. Schön. Jetzt ist gerade die Sonne weg. Ansonsten hat man hier bei meinem Schatten im Grunde die Schweißperlen tropfen sehen. Natürlich nur in meinen Wahnvorstellungen. Hier ist der Schatten wieder. Entscheidet selbst, ob ihr die Schweißtropfen seht oder nicht, bitte.
Ich kann hier schon die Erbsensuppe riechen, die ich leider nicht essen darf, aber die duftet. Ist echt herrlich. Oh. So, ich bin oben, wie vor 2 Jahren, mit dem 30 Jahre alten Mountainbike. Und fahre jetzt wieder meine Runde. Einmal hier oben rum. Mit Blick da hinten auf den Wurmberg. Hier sieht man gerade den Qualm aufsteigen von der Brockenbahn. Und den Rest des Harzes dort leider ein bisschen verhangen. Ach, im Nebel. Ein herrlicher Blick hier auf die Brockenanlage. Den Felsen. 1142 Meter Höhe. Heide Witzka, war das ein Ritt. Ich glühe wie eine Tomate, der Wind ist eisig kalt. Ich gehe mal kurz und ziehe mir erstmal was über. Bin nämlich echt klatschnass. Man merkt gerade, dass der Zug angekommen ist. Da kommen ganz viele Wanderer. So, und hier mit dem Blick auf den Brocken gibt es eine leckere Thüringer Bratwurst mit viel Ketchup und Mayonnaise und Pommes. Die Energie muss hier irgendwo wieder aufgefüllt werden. Nicht die gesündeste Art, aber auf jeden Fall im Moment die leckerste. Bin ja sonst nicht der, der hier beim Essen filmt oder sowas. Aber diese Thüringer Rostbratwurst, ob es an den Anstrengungen liegt und auch die Pommes, super lecker hier. So, frisch gestärkt und leicht ermüdet geht's jetzt wieder runter Richtung Schierke, was man da hinten so schön im Tal sieht, glaube ich. Und dabei kann ich ja nicht filmen, das wisst ihr vom letzten Video, wo ich mit dem alten Mountainbike hier oben war. Und jetzt mit dem Rad werde ich es wahrscheinlich besser rollen lassen können, deswegen packe ich die Kamera jetzt mal gut weg. Hab meinen Pullover schon übergezogen und dann geht's runter. Weil es doch recht frisch ist, bergab. Ohne Anstrengung. Jetzt bin ich gerade hier in Schierke angekommen und da gibt es mittlerweile einen PUG-Kauf, also Puck-Kauf. Und der ist richtig gut ausgestattet. Jetzt wollte ich so ein koffeinhaltiges braunes Getränk haben und die sind komplett ausverkauft. Ärgerlich, aber ist dann so. Aber toll, dass es jetzt hier auch so einen Shop gibt, da muss man nicht immer, wer weiß, wohin fahren zum Einkaufen. Das ist ja schön. Ich komme gerade hier an meinem Auto an und es waren noch 2 Mädels hier aus Lübeck. Denen hatte ich heute Morgen noch Kaffee angeboten nach dieser doch sehr feuchten, verregneten Nacht. Weil die nur in ihrem Auto geschlafen haben und ja, keinerlei Sachen mit hatten. Und die haben dankend abgelehnt. Und jetzt, wo ich gerade wiederkomme, steht hier: Hallo, vielen Dank für das freundliche Angebot des Kaffees. Wir wünschen dir noch eine tolle Reise. Viel Spaß auf der Weiterfahrt. Danke, ihr beiden. Das ist echt lieb. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder am Bulli angekommen. So wassertechnisch ist das hier jetzt größtenteils versichert. Der Boden ist immer noch mehr als matschig und weich. Ist, glaube ich, hier ganz gut zu erkennen. Aber es ist okay. Da ich jetzt wieder hier am Bulli bin, wird das Video natürlich hier enden. Die Tour an sich war sehr schön, wenn auch gefühlstechnisch sehr wechselhaft. Bei mir persönlich jetzt hat man vielleicht auch ein bisschen durch die ein oder andere Aussage gemerkt. Aber letztendlich war es eine schöne Tour. Runter vom Brocken war ich teilweise bis zu 57 km/h schnell, was mir ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert hat, weil das Fahrrad dabei immer noch sehr stabil war. Und das hat richtig Spaß gemacht. Die langsamen Passagen waren so knappe 30 km/h. Auch das war noch schön, aber ansonsten muss ich sagen, letztendlich war es eine gute Tour. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Macht's gut. Euer Markus aus dem diesmal doch leicht verregnetem Harz.